Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Instagram Live im Rahmen des Endomat, dem Aufklärungsmonat für Endometriose. Mein Name ist Janina Veit und wir widmen uns heute einem ganz besonderen Thema, dem Thema Endometriose und Kinderwunsch. Ein Thema, das natürlich für sehr viele ein emotionales Thema ist und viele Endometriose-Betroffene sehr beschäftigt. Ich bin deshalb besonders froh, dass wir heute einen Experten begrüßen können. Professor Krüssel wird mit uns zum Thema Endometriose und Kinderwunsch sprechen. Professor Krüssel ist Koordinator Universitäres Interdisziplinäres Kinderwunschzentrum in Düsseldorf und kennt sich mit dem Thema deshalb bestens aus. Bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis. Wir können nicht auf die Kommentare während des Lives direkt eingehen. Wir werden diese aber sammeln und im Nachgang beantworten. Außerdem werden wir das Video auch im Nachgang zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr diese auch in den Kommentaren platzieren, wenn wir das Insta-Live hochgeladen haben. Dann würde ich sagen, wir starten auch direkt und ich hole Professor Krüssel dazu. Und dann beginnen wir mit unserer heutigen Fragerunde. So, wir warten auf die Einladung. Das hat ja auch schon geklappt. Yay. Herzlich willkommen in unserem Instagram Live Talk. Ja, danke sehr. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und mit uns über dieses sehr, sehr wichtige und emotionale Thema auch sprechen. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Thema rein, Endometriose und Kinderwunsch. Warum kann es denn bei Endometriose zu Problemen mit dem Kinderwunsch kommen? Ja, also das gibt eigentlich, wenn man es versucht auf den Punkt zu bringen, drei mögliche Einflussfaktoren. Zum einen ist es ja so, dass die Endometriose eine chronisch entzündliche Erkrankung ist. Diese chronischen Entzündungen im Bauchraum führen eben häufig dazu, dass da auch Verwachsungen entstehen. Das ist so eigentlich der Haupteinflussfaktor. Diese Verwachsungen beeinflussen oder beeinträchtigen die Eileiterfunktion. Und wenn der Eileiter irgendwo angewachsen ist oder verschlossen ist, dann können Spermien und Eizellen nicht zusammenkommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zweiter Punkt ist, dass natürlich die Endometriose als eines der Hauptsymptome eben auch Schmerzen bedeutet, je nachdem, wo diese Endometrioseherde liegen. Und diese Schmerzen führen eben häufig auch zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Dyspareunie, wie wir dazu sagen. Und das erklärt unter Umständen auch, warum Frauen dann nicht so häufig Verkehr haben, wie das vielleicht sinnvoll wäre, wenn man eben unerfüllten Kinderwunsch hat. Und ein dritter Faktor ist auch, dass diese Endometriose irgendwelche Substanzen produziert, die wir noch gar nicht ganz genau eingrenzen können, die auch die Einnistung oder die Qualität der Eizellen beeinflussen. Und es war lange Zeit nicht ganz klar, ob das sich eher auf die Einnistung in die Gebärmutterschleimhaut bezieht. Es gibt sogenannte Zytokine oder Wachstumsfaktoren, die durch Endometrioseherde sezerniert werden, die das unter Umständen negativ beeinflussen könnten, oder ob das vielleicht an der Eizellqualität liegt. Und da ist die Datenlage heute so, dass man eher davon ausgeht, dass es die Qualität der Eizellen betrifft und nicht die Einnistung in die Gebärmutterschleimhaut selber. Also diese drei Faktoren sind eigentlich die Hauptgründe, warum Endometriose auch bei Kinderwunschpatientinnen häufiger gefunden wird. Wir finden, wenn wir die Daten uns anschauen im Rahmen der künstlichen Befruchtung, und es gibt ja ein Register, das Deutsche IVF-Register, was diese Daten sammelt, finden wir bei den Paaren, die in Deutschland mit einer künstlichen Befruchtung behandelt werden, in ungefähr 11% auch Endometriose als einen der Gründe, warum die Frauen eben oder die Frauen angeben. Und kann man sagen, dass Endometriose immer mit einem erschwerten Kinderwunsch einhergeht? Oder muss nee, zwangsläufig ist das nicht tatsächlich. Ich sehe nun ausschließlich Kinderwunschpatientinnen, Kinderwunschpaare hier bei mir in der Sprechstunde. Und von denen haben eben ein gewisser Anteil auch Endometriose oder sind Endometriose-Patientinnen, die oft ja auch schon ganz, ganz langen Leidensweg hinter sich haben. Und diese sind oft dann ganz froh, wenn ich denen als sehr, genau auf diese Frage sage, dass Endometriose tatsächlich auch kein Verhütungsmittel ist. Das ist einer der Faktoren, die die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit jetzt nicht positiv beeinflussen. Ja, das ist klar. Aber schon lange gibt es Untersuchungen, die versucht haben, das wirklich so ein bisschen auch mengenmäßig auszuwerten.
Von daher kann man sagen, dass die Endometriose ein Faktor ist, der bei sonst vergleichbaren Bedingungen die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit einer Frau mit Endometriose gegenüber der gleichen Frau ohne Endometriose vielleicht um ungefähr 5 Prozentpunkte verschlechtert. Wenn es jetzt im Rahmen der künstlichen Befruchtung, wenn wir uns da bewegen, da haben wir ja die Möglichkeit auch durch die ganzen externen Faktoren, die wir da ja gut beeinflussen und beobachten können, das auch miteinander zu vergleichen. Natürlich, wenn die Eileiter verschlossen sind, dann kann die Frau nicht anders schwanger werden als durch eine künstliche Befruchtung oder durch eine Operation, die die Eileiter wieder öffnet. Aber prinzipiell kann man sagen, ist eine Endometriose eine der Faktoren, die das Ganze mit beeinflussen, aber nicht das Killerkriterium in vielen Fällen. Und kann man das dann auch so feststellen, dass wirklich die Endometriose der Grund ist, warum der Kinderwunsch beeinträchtigt ist? Ja, das ist schwierig zu beantworten, ehrlich gesagt. Weil nicht jede Patientin, die Kinderwunsch hat, macht überhaupt eine Diagnostik. Und man kann nicht bei jeder Patientin, die in einer Kinderwunschbehandlung ist, sagen, dass die jetzt eine Endometriose hat oder nicht. Wir sehen ja im Ultraschall nicht jeden Endometrioseherd bei weitem. Also ich glaube, dass Endometriose einer der Faktoren ist, ja. Aber wie gesagt, wenn man diese Diagnose wirklich stellen möchte, dann würde das ja bedeuten, dass man bei jeder Kinderwunschpatientin eine Bauchspiegelung machen müsste, was ich für total übertrieben finde. Früher haben wir das sehr, sehr oft gemacht, bis wir festgestellt haben, wenn eine Frau jetzt keinerlei Symptome bietet, die zum Beispiel auf eine Endometriose oder eine chronische Entzündung oder so etwas hindeuten, und wir dann eine Bauchspiegelung machen, dann finden wir häufig eben gar keine Auffälligkeiten. Und wenn wir dann eine Bauchspiegelung machen und wir finden kleine Endometrioseherde, dann muss man sich ja wirklich die Frage stellen, ob diese Endometrioseherde jetzt die Schwangerschaftswahrscheinlichkeiten so massiv beeinträchtigen, dass das wirklich von Vorteil ist, jede Frau zu laparoskopieren. Also in der Kinderwunschsituation sind wir da eher zurückhaltend. Es ist sogar so, wenn wir jetzt einen Ultraschall sehen, dass am Eierstock so eine wahrscheinlich Endometriosezyste da ist. Das kann man ja im Ultraschall eigentlich ganz gut erkennen, ob eine Zyste eher Richtung Endometriose geht oder eher eine sogenannte funktionelle Zyste ist, wie entweder ein Gelbkörper oder ein Follikel, ein Eibläschen, was nicht zum Eisprung gekommen ist. Also wenn wir da solche Hinweise haben, würden wir in der Kinderwunschsituation die Frauen gar nicht operieren. Wenn die Frauen keinen Kinderwunsch haben, sieht das ganz anders aus. Das haben Sie ja in den letzten Insta-Lives hier mit Herrn Krentel und so auch alles gehört, und das ist auch richtig. Aber wenn eine Frau Kinderwunsch hat, dann muss man sich klar machen, wenn man diese Endometriosezyste operiert, und das passiert ja leider häufig immer noch reflektorisch, dass man sagt, ja, Endometriose muss raus, dass man der Frau unter Umständen damit gar nicht hilft. Weil jede Operation am Eierstock führt auch dazu, dass gesundes Eierstockgewebe mit beeinträchtigt wird und dass Eizellen vernichtet werden. Und das ist eben das große Problem, dass alle Eizellen, die eine Frau hat, ja schon bei Geburt angelegt sind. Und das ist so eine Art Bank-Account, den hat man. Und da kann man nicht unbegrenzt draus abheben. Das heißt, wenn man solche Operationen macht, muss man sich klar sein, dass der Eizellvorrat dadurch verringert wird. Und das muss man schon sehr gut abwägen, ob in der Endometriose-Kinderwunsch-Kombination eine Operation von Vorteil ist. Unsere große europäische Fachgesellschaft, die ESCHRE, die hat da Empfehlungen zu publiziert, und die sagen ganz klar, dass in der Kinderwunschsituation die Endometriose-Zysten nur dann operiert werden sollen, wenn die Frau entweder große Schmerzen hat. Und dann ist das immer ein Grund zu handeln, ganz klar. Oder aber, wenn diese Zysten von der Lage und von der Größe her so sind, dass man dann, wenn man jetzt eine Eizellentnahme im Rahmen einer künstlichen Befruchtung machen muss, man nicht an diesen Zysten vorbei an das gesunde Eierstockgewebe kommt. Na, das sind die Gründe. Aber ansonsten sind wir da eher zurückhaltend. Wir hatten jetzt hier gerade noch in den Kommentaren eine Frage, die ich gerne aufgreifen möchte, und zwar das Thema Adenomyose. Gibt es da prinzipiell eine Unterscheidung oder können Sie dazu was sagen, ob es dadurch zusätzlich erschwert ist mit dem Thema Kinderwunsch oder nicht? Ja, die Adenomyose ist wirklich ein ganz gemeines Biest, gerade wenn es den Kinderwunsch angeht. Und da sind die Empfehlungen nicht so ganz einheitlich. Natürlich ist die Adenomyose in einem Bereich, der ja nun auch im Rahmen der Einnistung sehr viel näher an der Schwangerschaft dran ist als ein Endometrioseherd im Bauchfell oder im Eierstock. Und die Durchblutungsbedingungen in der Gebärmuttermuskulatur sind sicher durch die Adenomyose verändert. Und das ist sicher einer der Faktoren, der die Einnistung an der Stelle auch erschwert. Aber so ein Adenomyoseherd, der
Hat ja nur auch eine gewisse Größe und liegt entweder Vorderwand, Hinterwand, und der Embryo findet in der Gebärmutter auch noch andere Stellen, wo er sich einnisten kann. Man kann sich das leider nicht ganz einfach machen. Diese Frage der Adenomyose ist bis heute nicht ganz klar. Man weiß, dass man die sehr schwierig operieren kann. Man weiß, dass man die zwar mit antihormoneller Therapie verkleinern kann, aber in der Zeit kann die Frau auch nicht schwanger werden durch diese antihormonelle Therapie. Also gerade in der Kinderwunschsituation dreht man sich da so ein bisschen im Kreis. Und ich gebe ehrlich zu, wenn ich es mir wünschen könnte und ich würde Schnitt machen und die Adenomyose wäre weg, dann würde ich das natürlich tun. Ich weiß, dass die Behandlungsbedingungen dadurch verbessert werden. Aber auf der anderen Seite ist auch die Adenomyose kein Faktor, der dazu führt, dass die Frau nicht schwanger werden kann. Und man kann vielleicht das einfach nicht ändern und muss es so zur Kenntnis nehmen. Und mit dieser etwas verringerten Wahrscheinlichkeit der Einnistung bei einer Adenomyose einfach lernen zu leben und umzugehen. Das heißt nicht, dass die Frau nicht schwanger werden kann. Ich habe genug Patientinnen, auch mit Adenomyose, die auch eine Einnistung haben und die Schwangerschaft ganz normal austragen können. Vielen Dank. Und an wen kann ich mich denn jetzt wenden, wenn ich als Betroffene Unterstützung suche? Ja, klassischerweise an die Frauenärztin oder den Frauenarzt. Das sind ja die ersten Ansprechpartner. Und das ist auch ja typischerweise so, dass Frauen dann eben sich dorthin wenden, um sich da zunächst mal zu informieren und dann unter Umständen auch Unterstützung zu erfahren. Und dann kann man tatsächlich das mit den Frauenärztinnen zunächst mal besprechen. Die machen Ultraschalluntersuchungen unter Umständen und finden dann eventuell Hinweise oder auch nicht. Hormonbestimmungen, wenn es um Kinderwunsch geht, werden normalerweise dann gemacht. Und natürlich ganz an den Anfang der Therapie, in der Diagnostik sowieso auch ein Spermiogramm des Mannes. Das wird ja oft komplett vergessen. Leider ist es immer noch so, dass wir Paare sehen, die schon seit Jahren versuchen, schwanger zu werden, und dann erstmal selber natürlich aktiv geworden sind. Die Frau kauft sich irgendwelche Ovulationstests, die ja sehr gut funktionieren, die den Eisprungszeitpunkt messen. Dann haben die Paare Sex nach Plan, was auch nicht mehr ganz entspannt ist. Und wenn es dann nicht klappt, dann geht man zur Frauenärztin, zum Frauenarzt, dann macht die Hormonbestimmung und dann versucht die vielleicht auch mit einer einfachen medikamentösen Therapie die Eizellreifung zu unterstützen, empfiehlt dem Paar wieder Verkehr. Und dann kommt irgendjemand mal auf die Idee, dass man vielleicht auch ein Spermiogramm des Mannes machen könnte. Also 40% der Ursachen, warum eine künstliche Befruchtung gemacht wird, liegen gar nicht auf Seiten der Frau, sondern auf Seiten des Mannes. Und deshalb sollte man da auch immer dran denken. Ja, und wenn das alles nicht klappt, dann ist es typischerweise so, dass die Frauenärztinnen, Frauenärzte dann die Paare weiter überweisen an ein Kinderwunschzentrum. Und davon gibt es in Deutschland ungefähr 145, verteilt über die ganze Republik, wo man dann auch kompetente Hilfe kriegen kann von Menschen, die eben den ganzen Tag nichts anderes machen, als Paare mit unerfülltem Kinderwunsch zu behandeln. Oder nicht nur Paare, automatisch auch Alleinstehende können behandelt werden. Das wäre ein eigenes Thema. Und wenn meine Gynäkologin oder mein Gynäkologe mich jetzt an ein Kinderwunschzentrum überweist, wie läuft so eine Behandlung ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, wir würden klassischerweise, wenn die Frauenärztin oder der Frauenarzt noch nicht viele Untersuchungen gemacht hat, erst nochmal da vielleicht was komplettieren. Oft machen wir einen Zyklus, wo wir einen sogenannten Diagnosezyklus machen. Das heißt, wir nehmen einmal bei der Frau am Anfang des Zyklus Blut ab und machen einen Ultraschall. Und da achten wir eben auch besonders auf irgendwelche Hinweise, Entschuldigung, ich bin durch den Chat irritiert, der da unten. Ja, es Sorry. kommen viele Fragen rein. Ich habe jemanden gesehen, den ich kenne. Deshalb. Okay. Nee, da gucken wir dann eben auch, ob da Hinweise darauf vielleicht sind, dass da Endometrioseherde sind. Wobei man das natürlich nicht immer sehen kann im Ultraschall. Aber das ist so einer der Faktoren. Oder wir gucken, ob da Polypen sind in der Gebärmutter, ob irgendwelche Myome, Muskelknoten da sind oder Hinweise auf eine Adenomyose. Und wir nehmen einmal Blut ab, um die ganzen Hormone zu bestimmen, die im Rahmen der Eizellreifung auch eine Rolle spielen. Und dann eben Spermiogramm des Mannes. So, das ist der erste Termin. Dann würde man den zweiten Termin dann machen, wenn der Eisprung kurz bevorsteht. Auch wieder Ultraschall-Blutabnahme. Und wenn man sieht, dass da eine schöne Eizelle gewachsen ist, die sieht man auch im Ultraschall, das Eibläschen und an den Hormonwerten, dann würden wir den Eisprung auslösen mit einer Spritze, die sich die Frauen dann einmalig geben müssten. Das ist das Hormon, das sonst auch den Eisprung auslöst. Und dann würden wir dem Paar zum optimalen Zeitpunkt Verkehr empfehlen. Nicht sehr romantisch, ne? Heißt VZO, Verkehr zum Optimum tatsächlich. Aber funktioniert ganz gut. Und
Dann hat man eigentlich alle Befunde zusammen, die man braucht. Man kann auch noch einen Abstrich entnehmen, nachdem das Paar zum optimalen Zeitpunkt Verkehr hatte, um zu schauen, ob die Spermien sich mit dem Sekret aus dem Gebärmutterhals gut vertragen. Und dann hat man mit dem Spermiogramm alle Untersuchungsergebnisse, die man braucht. Und dann treffen wir uns typischerweise nochmal mit dem Paar und dann besprechen wir, was wir gefunden haben. Und dann gibt es eben oft verschiedene Ansätze. Meistens hat man mehrere Möglichkeiten, zum Ziel zu kommen, und die haben alle unterschiedlichen Aufwand und unterschiedliche Kosten und unterschiedliche Erfolgswahrscheinlichkeiten. Und das wird dann mit dem Paar detailliert besprochen. Und da kann man auch nicht pauschal sagen, dass es immer in die eine oder andere Richtung geht. Das muss man dann auch gemeinsam entscheiden. Eine einfache Methode, die man machen könnte, um die Chancen zu verbessern, nennt sich Insemination. Da würde man den Partner bitten, eine Spermaprobe abzugeben, die man im Labor aufbereitet. Das dauert so 1, 2 Stunden. Da kann man die beweglichen Spermien konzentrieren. Und die kann man dann in die Gebärmutter einspritzen. Das ist eine relativ einfache Methode. Dadurch nimmt man den Spermien die Hälfte der Strecke ab. Man optimiert das Timing und ja, damit kann man sozusagen die normale Fruchtbarkeit wiederherstellen, die vielleicht durch eine leichte Bewegungseinschränkung der Spermien vermindert ist. Und wenn das nicht klappt oder wenn man sieht, dass zum Beispiel die Spermienkonzentration zu gering ist oder wenn die Eileiter verschlossen sind, dann kommt die künstliche Befruchtung, das heißt, dass man das Eizellwachstum mit Hormonspritzen, das dort ungefähr 10 Tage anregt, und dann die Eizellen mit einer kleinen Operation entnimmt und dann diese Eizellen außerhalb des Körpers mit den Spermien zusammenbringt. Da gibt es verschiedene Methoden, je nachdem, wie das Spermiogramm ist. Dann werden diese befruchteten Eizellen einige Tage außerhalb des Körpers kultiviert und dann kann man nach 5 Tagen meistens einen Embryo in die Gebärmutter einsetzen. Wenn man mehr hätte, könnte man die sehr gut einfrieren, sodass, wenn es dann nicht klappt, im ersten Behandlungszyklus die Frau nicht wieder von vorne anfangen müsste, sondern im nächsten Zyklus einen dieser eingefrorenen Eizellen oder Embryonen zur richtigen Zeit dann aufgetaut bekommt, den man dann in die Gebärmutter einsetzt. Und dieses Einsetzen in die Gebärmutter, das nennt sich Transfer, das ist für die Frau ähnlich wie so ein Krebsvorsorgeabstrich bei der Frauenärztin beim Frauenarzt, also das tut nicht weh. Unangenehm ist der Moment der Eizellentnahme, der findet aber in so einer sogenannten Analgosidierung statt, also so eine Art Dämmerschlaf, sodass die meisten Frauen also hinterher immer sehr überrascht sind, wie wenig belastend das Ganze empfunden wird. Aber das kann man nicht pauschal sagen. Die Endometriose als solches hat ja auch schon oft Spuren hinterlassen bei den Frauen, sodass die dann vielleicht auch ein bisschen mehr mitgenommen sind durch das Ganze. Aber die meisten Frauen sind hinterher, wie gesagt, positiv überrascht, wie gut das verträglich war. Und welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es denn prinzipiell auch bei so einer Kinderwunschbehandlung? Ja, also jede Patientin hat die Möglichkeit, sich auch beraten zu lassen, psychosomatisch, psychologisch. Also es gibt ein Beratungsangebot, weil das doch, wie wir wissen, sehr belastend sein kann, diese Kinderwunschbehandlung. Es ist nun mal so, dass nicht jede Behandlung zum Erfolg führt. Selbst in einem super Kinderwunschzentrum, wo man ein Top-Embryo in die Gebärmutter zurückgibt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft vielleicht 45%. Das ist manchmal schwer verständlich, wenn man denkt, ja, das muss doch klappen, da ist doch der Embryo schon an der richtigen Stelle. Aber das ist in der Natur tatsächlich noch sehr viel geringer. Das werden wir den Paaren aber im Rahmen der ganzen Vorbereitung auch ganz genau schildern, damit die Enttäuschung dann eben auch dementsprechend mit verarbeitet werden kann. Aber wir bieten immer auch an eine Mitbegleitung, was aber selten in Anspruch genommen wird. Und man kann sich sicherlich auch unterstützend durch eine vernünftige Ernährung, durch vernünftige Lifestyle-Changes, also Rauchen, Alkohol sollte man vermeiden in der Zeit auf jeden Fall. Rauchen eigentlich immer vermeiden und Alkohol zumindest in der Zeit, wo so eine Kinderwunschbehandlung durchgeführt wird, sollte man auch nach dem Transfer sich so verhalten wie in der Schwangerschaft auch. Aber Ernährung ist ein wichtiger Punkt, gerade auch was die Endometriose angeht. Da könnte ich jetzt auch einen eigenen Vortrag zu haben. Ich habe bei mir im Team seit einiger Zeit zwei Oberärztinnen, die sich auch genau auf diese Frage Ernährung und Coaching spezialisiert haben. Glückshormon, sage ich nur, guckt mal rein. Haben wir gerade auch schon in den Kommentaren hier gesehen. Ah, okay. Jetzt haben wir ganz viel über die Behandlungsmöglichkeiten gesprochen, die sozusagen für Paare verfügbar sind, oder eben die in der aktuellen Lebenssituation auch verfügbar sind. Was ist denn nun, wenn ich aktuell keinen Partner habe oder vielleicht noch keinen Kinderwunsch und ich aber vielleicht für später vorsorgen möchte, weil ich weiß, dass ich als Betroffene vielleicht auch vorsorgen sollte. Was können Sie uns dazu sagen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Ja, prinzipiell
Sind Sie, wenn Sie eine Endometriose-Patientin sind, natürlich immer in einer Situation, dass Sie befürchten müssen, dass diese Endometriose ja auch, selbst wenn sie operiert worden ist, wiederkommt. Und gerade wenn Sie schon am Eierstock operiert worden sind und da auch schon Gewebe entfernt worden ist, dann ist Ihre Eizellreserve ja auch schon oft eben angeknackt. Und es ist nun mal so, alle Eizellen, die Sie haben, die haben Sie seit Geburt und wenn die aufgebraucht sind, dann können Sie nicht mehr schwanger werden. Und es ist zum Beispiel so, dass vor Therapien, die nachgewiesenermaßen die Fruchtbarkeit schädigen, das sind klassischerweise zum Beispiel eine Chemotherapie bei einer Patientin, die eine Tumorerkrankung hat, dass es da seit einiger Zeit auch möglich ist, Eizellen zu entnehmen oder auch Eierstockgewebe zu entnehmen und das dann eben außerhalb des Körpers zu lagern und dann, wenn die Frau ihre Therapie abgeschlossen hat und dann vielleicht keine eigenen Eizellen mehr hat, dann kann man auf diese eingefrorenen Eizellen oder das Eierstockgewebe zurückgreifen. Das nennt sich Medical Freezing. Und das funktioniert technisch super. Also wir lassen diese Eizellen, die Eizellenname ist die Behandlung, die wir sonst im Rahmen der künstlichen Befruchtung auch tausende Mal im Jahr machen. Also eine absolut Routine-Methode. Die Eizellen können seit einigen Jahren auch sehr, sehr gut unbefruchtet eingefroren werden. Das war nämlich vorher gar nicht so einfach, diese Eizellen nach dem Einfrieren dann noch zu befruchten. Deshalb waren Frauen, die alleinstehend oder waren oder keinen Partner hatten, eigentlich von dieser Behandlung ausgeschlossen. Das ist aber seit ein paar Jahren Gott sei Dank anders. Eizellen lassen sich heute eben auch sehr gut unbefruchtet einfrieren. So, wenn ich jetzt eine Situation hätte, dass ich weiß, ich bin schon operiert worden und es ist wieder eine Endometriosezyste da, ich habe große Schmerzen, ich muss nochmal operiert werden, dann kann man das unter Umständen sogar unter dem Begriff des Medical Freezings machen, dass man dann eine Eizellentnahme durchführt und die Eizellen dann lagert und dann würde das unter bestimmten Konstellationen auch von der gesetzlichen Krankenkasse zu einem gewissen Teil sogar übernommen werden. Unabhängig, das ist aber echt komplex, weil dazu müssen bestimmte Faktoren erfüllt sein. Es muss so sein, dass diese Behandlung von einem Dritten initiiert wird und dann das Kinderwunschzentrum sich daran beteiligt etc. Aber unabhängig davon, wer das Ganze bezahlt, ist das eine medizinisch valide Methode, die sehr gut funktioniert. Und wenn das eben gemacht wird, jetzt nur, in Anführungsstrichen bitte nur, aufgrund der Tatsache, dass man keinen Partner hat und einfach jetzt weiß, ich kann mich in der nächsten Zeit noch nicht fortpflanzen oder ich habe eine Endometriose-Therapie vor mir oder was weiß ich. Irgendwelche Gründe, die dazu führen, dass man wissentlich in der nächsten Zeit nicht schwanger werden möchte, aber schon eine gewisse Altersgrenze überschritten hat, dann macht es tatsächlich auch unter Umständen Sinn, diese Eizellen einfach so einzufrieren. Das nennt sich dann Social Freezing. Ist ein bisschen blöder Begriff, haben wir uns nicht ausgesucht, heißt aber so im Sprachgebrauch, hat mit Sozial eigentlich wenig zu tun, ehrlich gesagt. Aber es ist medizinisch betrachtet eine absolut valide Methode, weil diese Eizellen, wenn die erstmal eingefroren sind, werden nicht einen Tag älter. Die bleiben genauso alt, wie die an dem Tag waren, als man die eingefroren hat. Und wenn die Frau dann selber erst 5 oder 10 Jahre später kommt und dann den Partner hat und Kinderwunsch hat, dann kann man auf diese eingefrorenen Eizellen zurückgreifen und die Frau hat dann wieder dieselbe Chance, die sie aufgrund ihres Alters hatte, als die Eizellen entnommen wurden. Auch wenn sie selber mit ihren dann 10 Jahre älter eigentlich mit den frischen Eizellen eine ganz, ganz andere, viel, viel schlechtere Chance hätte. Also das funktioniert medizinisch sehr, sehr gut. Es hat aber auch oft eben andere Aspekte, man muss das selbst bezahlen, das ist nicht preiswert. Und man weiß ja auch gar nicht, ob man überhaupt auf diese Eizellen zugreifen würde. Ja, das ist so eine Art Versicherung, von der man gar nicht weiß, ob man sie in Anspruch nimmt. Und dann kostet das Ganze eben auch Geld und das muss man sich überlegen. Aber medizinisch ist das ein sehr etabliertes und vernünftiges Therapieverfahren. Wir sehen jetzt hier gerade in den Kommentaren die Frage, ob es eine Altersgrenze bei Medical Freezing gibt. Was können Sie uns dazu sagen? Also es gibt eine von der Kasse, die liegt bei 40 Jahren. Das ist ähnlich wie bei der künstlichen Befruchtung. Und es gibt auch paradoxerweise sogar nach unten hin eine Altersgrenze. Der gemeinsame Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen in seiner unendlichen Weisheit hat beschlossen, dass das erst ab 18 übernommen wird. Das liegt daran, dass die Medikamente, zum Beispiel für die Stimulationsbehandlung, erst ab 18 zugelassen sind. Das wäre dann ein Off-Label-Use. Und deshalb kann das erst ab 18 von der Kasse übernommen werden. Auch wenn auch schon eine jüngere Frau, auch ein Mädchen, schon eine onkologische Erkrankung zum Beispiel haben kann, die dazu führt, dass dann man eigentlich am liebsten vor der Pubertät Eierstockgewebe, nach der Pubertät Eizellen einfrieren würde. Das muss dann in dem Fall selbst bezahlt werden.
Also die Altersgrenze medizinisch betrachtet ist eine andere. Muss man sich tatsächlich überlegen, ob das mit 40 dann noch sinnvoll wäre. Auch wenn die Kasse das bis 40 bezahlt, weil die Qualität der Eizellen einfach mit zunehmendem Alter immer häufiger gestört ist. Eizellen machen ihre ganzen kritischen Reifungsprozesse immer erst dann durch, wenn die gebraucht werden. Ganz konkret tatsächlich 2 Stunden vor dem Eisprung. Ja, da machen die Eizellen einen sehr, sehr komplizierten Vorgang durch, der heißt Meiose. Das haben viele in der Schule mal gelernt, aber schnell wieder vergessen. Diese Meiose führt dazu, dass die Chromosomen in der Eizelle sich aufteilen müssen. Und das läuft immer häufiger gestört ab. Und das führt dann eben häufig zu einer schlechten Schwangerschaftsrate oder auch zu einer Häufung von Fehlgeburten. Und wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde ich, wenn ich Frauen raten dürfte, die vor dieser Entscheidung stehen, dann würde ich mir wünschen, dass die jünger als 35 wären, wenn man die Eizellen einfriert. Zwischen 35 und 40 ist man schon, was die Fruchtbarkeit angeht, in einem deutlichen abnehmenden Bereich. Wenn Sie das interessiert, es gibt in Deutschland das deutsche IVF-Register. Das kann man frei im Internet runterladen, den Jahresbericht. Da sind diese ganzen Statistiken für jeder Mann, jede Frau, jede Person zugänglich und abrufbar. Und da sieht man eben sehr genau den Einfluss dieser ganzen Faktoren. Und wir hatten jetzt gerade hier auch noch zusätzlich die Frage, was passiert, wenn man die Pille im Langzeitzyklus zum Beispiel genommen hat? Wirkt sich das auf den Vorrat der Eizellen Ja, aus? Können Sie dazu das was ist eine sagen? super Frage. Die kriege ich auch im Studium, wenn ich diesen Vortrag halte, immer wieder Sehr gestellt. gut. Nein, leider nicht. Nicht. Also es ist tatsächlich so, dass viele Frauen diese Vorstellung haben, dass wenn ich eine Pille nehme, ich meine Eizellen spare. Ich kann nur sagen, leider nein, weil die Pille, die ist ein sogenannter Ovulationshemmer. Der verhindert also den Eisprung. Ne? Und der Körper regt jeden Tag in jedem Zyklus mehrere Eizellen zum Wachstum an. In einem normalen Zyklus werden bei jeder Frau zwischen 300 und 800 Eizellen zum Wachstum angeregt, von denen sich normalerweise eine durchsetzt, die zum Eisprung kommt, und alle anderen gehen auf dem Weg dahin zugrunde. Also das normale Schicksal einer Eizelle ist bei weitem nicht der Eisprung oder gar die Schwangerschaft oder das Kind, sondern der sogenannte programmierte Zelltod, die Atresie. Und dieser Vorgang, der läuft auch ab, wenn Sie eine Pille nehmen. Sie verhindern dadurch den Eisprung dieses einen Follikels, aber die anderen Rekrutierungen und diese Atresie, die läuft im Hintergrund weiter ab. Also leider sparen Sie keine Eizellen. Auf der anderen Seite, das ist die gute Nachricht, Sie verbrauchen auch nicht mehr Eizellen, wenn Sie eine künstliche Befruchtung machen. Das kommt nämlich sonst oft als nächste Frage. Weil das mit diesen Medikamenten erreichen, ist, dass von den, sagen wir mal, 500 angeregten Eizellen nicht 499 zugrunde gehen und eine zum Eisprung kommt, sondern vielleicht nur 485 zugrunde gehen und 15 weiterkommen, die wir dann entnehmen können. Also Frauen kommen nicht früher in die Wechseljahre, wenn sie eine künstliche Befruchtung machen. Die kommen aber auch nicht später in die Wechseljahre, wenn sie eine Pille nehmen. Leider verliert man durch die Pille dann eben auch häufig Zeit, und diese Zeit kann man dann eben aufgrund der Qualität der Eizellen auch nicht mehr einholen. Also das ist leider ein Trugschluss. Ja, okay, aber sehr gut, dass wir diese Frage heute klären konnten. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, gibt es denn spezielle Kinderwunschkliniken für Frauen mit Endometriose? Nicht klassisch. Also das Kinderwunschzentrum jedes Kinderwunschzentrum hat ja Spezialisten, die haben die Schwerpunktbezeichnung gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Das ist zwingend erforderlich. Das ist zusätzlich zum Facharzt Gynäkologie und Geburtshilfe nochmal früher eine 3-, heute eine 2-jährige Weiterbildung, die man noch im Schwerpunkt machen muss. Das heißt, da gehört auch dieses Krankheitsbild mit dazu. Das sind also hormonell sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen. Es gibt aber sicherlich auch Kinderwunschzentren, die zum Beispiel auch, so wie wir bei uns an der Frauenklinik assoziiert sind, mit dem Endometriosezentrum. Und Endometriosezentren haben eben auch eine Kooperation mit bestimmten Kinderwunschzentren. Also es gibt da vielleicht auf dem Wege noch Zentren, Kinderwunschzentren auch, die vielleicht häufiger mit dieser Problematik konfrontiert werden als andere. Aber generell ist jeder Mensch, der diese Schwerpunktbezeichnung gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin hat, auch geschult in dieser Therapie der Endometriose. Also das sollte, also in der Kinderwunschsituation. Ja, da können Sie wirklich, in Deutschland haben Sie einen sehr, sehr guten Stand dieser Weiterbildung, können Sie
Da gucken, wo sie sich gut aufgehoben fühlen, da sind sie auch gut behandelt. Das sind gute Neuigkeiten. Dann würde ich vielleicht doch noch eine letzte Frage aufgreifen, weil die jetzt mehrfach in den Kommentaren kam, zum Thema Eileiterdurchlässigkeit. Da Ja. kam vorher auch die Frage, gibt es denn eine Möglichkeit, wenn es diagnostiziert wurde, dass sie nicht durchlässig sind, das sozusagen wieder rückgängig zu machen oder sie wieder durchlässig zu machen? Ja, das gibt es natürlich. Nicht pauschal, kann man nicht pauschal sagen. Es kommt ein bisschen darauf an, wo der Verschluss ist und wie langstreckig der Verschluss ist. Aber typischerweise sind diese verschlossenen Eileiter am Ende verschlossen, im Fimbrientrichter, der sogenannte. Das ist ein ganz, ganz zarter Schleimhautbereich, der normalerweise auf den Eierstock dann die Eizelle auffängt und dann die Eizelle in den weiteren Eileiter transportiert. Und der ist sehr, sehr empfindlich. Und durch diese chronischen Entzündungsprozesse der Endometriose kommt es da häufig eben zu Verklebungen. Und das kann man eröffnen, ja. Und das lässt sich mikrochirurgisch und auch laparoskopisch, also per Bauchspiegelung, sehr gut machen. Und dann kann man diesen Eileiter auch wieder umnähen, sodass der dann eben auch offen bleibt, so eine sogenannte Fimbrioplastik. Das ist ein schöner Eingriff, technisch auch gut machbar. Leider ist es aber so, dass es dann eben häufig auch zu einer Wiederverklebung kommt. Das heißt, dieser Eingriff, dieser operative Eingriff, der macht vielleicht noch mehr Sinn, da gibt es auch Untersuchungen zu, die das verglichen haben, bei Frauen, die etwas jünger sind, wo man also nicht viel Zeit damit verliert. Aber ab 35, wenn ich diese Situation hätte, dann würde ich eher dazu raten, eine künstliche Befruchtung zu machen, weil da wird der Eileiter eben auch komplett umgangen. Dann hat man damit auch eine bessere Schwangerschaftswahrscheinlichkeit, als wenn ich den Eileiter operiere. Wenn es damit klappt, ist natürlich super. Und wenn die Frau unter 35 ist und man macht diese Operation und nach einem Jahr feststellt, es hat nicht geklappt, dann hat man immer noch die Möglichkeit, mit der künstlichen Befruchtung weiterzumachen und hat ein Jahr verloren. Das ist in diesem Altersbereich noch tolerabel, aber dann so bei 37, 38 macht ein Jahr schon einen riesigen Unterschied in den Schwangerschaftsraten aus. Das muss man sich dann schon überlegen. Und werden diese Eingriffe im Endometriosezentrum oder im Kinderwunschzentrum durchgeführt? Das ist so oder so. Also wenn Sie ein großes Kinderwunschzentrum haben, was auch mit operiert an der Uni, dann wird das in diesem Kinderwunschzentrum unter Umständen gemacht. Aber ansonsten gibt es tatsächlich Operateure, die außerhalb der Kinderwunschzentren eben sitzen, meistens in diesen Endometriosezentren, die das eben auch sehr, sehr gut machen. Okay, super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich sehe gerade schon in den Kommentaren, dass sich viele auch für die Antworten gerade zum Schluss jetzt nochmal bedankt haben. Ich glaube, das war ein Thema, das viele auch beschäftigt hat. Ja, da bin ich mir sicher. Ja. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns zu Super sprechen gerne. heute Abend. Nee, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich finde das eine tolle Aktion. Und Sie haben mich dazu gebracht, nachdem ich mich, ich sage jetzt nicht, wie alt ich bin, aber viele Jahre gegen Instagram irgendwie mental geweigert habe. Wahrscheinlich, weil ich Boomer bin, aber Sie haben mich. Ich hatte gedacht, wir machen ein Teams-Interview und habe zugesagt. Und dann habe ich festgestellt, das ist ja Instagram. Und dann Ja, so seit zwei schnell oder landet drei man bei Wochen habe ich einen Instagram. Instagram-Account. Also, follow me. Ja, wir haben mir jetzt vorgenommen, das zu pflegen. Also, die Scheu habe ich verloren, auf jeden Fall. Vielen Dank auch dafür. Ja, sehr gut, das freut uns auch. Wir werden Ihren Account natürlich im Nachgang auch nochmal verlinken, wenn wir das live hochladen. Dann werden Sie sicherlich einige neue Follower auch aus unserer Community bekommen, für das, Na dass Sie super. heute Ihr ganzes Wissen mit uns geteilt haben. Na, sehr gerne. Ja, sehr gut. Dann möchte ich mich an dieser Stelle auch noch bei Intuitive Surgical Deutschland bedanken für die Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Gespräche. Und ansonsten für alle, die noch weitere Fragen haben, gerne natürlich auch bei uns auf der Website vorbeischauen, endometriose-vereinigung.de. Wir haben dort viele Beratungsangebote, aber auch Informationsmaterial. Wir pflegen auch eine Karte mit Arztempfehlungen zum Beispiel. Da laden wir euch auch immer gerne dazu ein, eure Erfahrungen zu teilen, um einfach auch untereinander ja, zu sehen, wo es gute Erfahrungen gab und welche Arztzentren zu empfehlen sind. Und natürlich möchte ich auch noch mal zum Schluss auf unsere Aktion Walk and Run for Endo aufmerksam machen, die immer noch läuft, aktuell im Endomarch. Das heißt, geht noch mal raus, schnurrt noch mal eure Turnschuhe. Geht laufen, geht walken und schafft gemeinsam mit uns Aufmerksamkeit für die Endometriose. Dann vielen lieben Dank, Herr Dr. Küssel. Ich wünsche Ihnen einen ganz tollen Abend Danke sehr, Ihnen und auf auch. Wiedersehen. Wiedersehen. Alles Gute.